jetzt kommt Scholl. Nur bei Bild immer toll. Er liebt Tore, macht Furore. Nicht zu böse, nicht zu doll. Jetzt kommt Scholl. Beste Stimmung in Deutschland. 2:0 Sieg gegen Ungarn. Und wir sehen, die Fans feiern, tanzen. In diesem Fall sogar schon vor dem Anpfiff, scheinen also ein gutes Gespür dafür gehabt zu haben, dass wir nach den Schotten auch die Ungarn schlagen. Und damit herzlich willkommen zu Jetzt kommt Scholl. Und hier ist Scholl. Guten Tag, Mehmet. Hi, Matti. Glaubst du jetzt an den EM-Titel nach diesen 2 Siegen zum Start? Um Himmels Willen. Was heißt um Himmels Willen? Viel zu früh. Viel zu früh. Es ist viel zu früh. Da kann noch so viel passieren. Wir werden nachher drauf kommen, auch mit gelben Karten, mit Rückschlägen, mit Verletzungen. Da kann noch viel passieren. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Also das, was ich gestern gesehen habe, wie wir es geschafft haben, uns einem wirklich wilden Gegner, also die Ungarn, die waren eigentlich nicht zu kontrollieren, dem Spiel anzupassen und dann diese Wildheit quasi auszunutzen in Form von Gündoğan, der den Ball erkämpft, der eigentlich schon weg war, weil die Ungarn eben so wild waren. Das macht Hoffnung. Ja? Zweite Halbzeit haben wir sie dann kontrolliert, aber erste Halbzeit, ich weiß selber, wie das ist, wenn du gegen einen Gegner spielst, den du nicht bändigen kannst. Mhm. Wo du nicht vorausschauen kannst, was passiert, was haben die vor. Und deswegen, das macht Hoffnung. Hoffnung ist das perfekte Stichwort für die erste Aussage von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der zieht nämlich einen interessanten Vergleich. Er ist ja auch noch nicht so lange dabei, hat die Mannschaft im September erst übernommen und dann ja die ersten Spiele gehabt. Und ja, Nagelsmann sagt, letztes Jahr hätten wir so ein Spiel nicht gewonnen. Ja, ein sehr unangenehmer Gegner, muss ich sagen. Das Spiel muss man erstmal gewinnen. Spielanlage war jetzt heute nicht so spielerisch von Ungarn, wie sie es sonst in den Quali-Spielen gemacht haben, sondern schon sehr viele lange Bälle. Natürlich nach 1-2 so Lockbällen, aber dann viel lange Bälle hinter die Kette. Immer so Duelle ins 4 gegen 4 geschickt, das ist nicht so angenehm. Ja, wir hatten einen guten Torwart, haben 2-3 Mal gut verteidigt, haben aber trotzdem genügend Chancen rausgespielt. Erste Halbzeit, Kai hat Piet Gulácsi unfassbar gehalten. Ja, danach noch ein paar. Ja, ich finde, so ein Spiel musst du erstmal gewinnen. Das ist schon ein guter Reifeprozess. Ich glaube, im November hätten wir es nicht gewonnen. Da war der Satz nochmal. Im November hätten wir es nicht gewonnen. Richtig. Das war der Monat, wo wir hier in Berlin gegen die Türkei verloren haben, in Österreich verloren haben. Das war, wo wir auch das erste Mal wieder Kontakt hatten, wo du gefragt hast, ob ich es mir vorstellen könnte, die EM wieder bei euch zu machen. Und ich gesagt habe, Matti, im Moment, das kann so in die Hose gehen. Und ich bin nicht der böse Mega-Onkel, der will ich auch nicht sein. Wenn sich da noch was tut, in einer gewissen Richtung, wenn die Spiele besser werden, wenn die Mannschaft besser zusammenwächst, dann kann es gut werden. Und jetzt hat die EM gezündet, was wir uns alle gewünscht haben, und jetzt wird's gut. Guck mal, und du bist wieder bei Bild und die ersten beiden Länderspiele beim Turnier werden gewonnen. Zum ersten Mal seit 2012 hat eine deutsche Nationalmannschaft die ersten beiden Turnierspiele gewonnen. Also wirklich ein bemerkenswerter Start, der unserer Mannschaft hier bei der Heim-EM geglückt ist. In der Tabelle der Gruppe sieht das dann so aus, dass wir gratulieren können zum vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Noch ist offen, ob als Erster oder Zweiter. Aber mehr kann man von der Mannschaft nicht erwarten, als nach 2 Spielen 6 Punkte und 7:1 Tore zu haben. Dann die Schweiz auf der 2 mit 4 Punkten, die Schotten mit 1 Punkt Dritter und die Ungarn derzeit noch Letzter mit 0 Punkten. Da ja aber auch die 4 besten Gruppendritten weiterkommen, machen sich alle noch Hoffnung. Am Sonntag ist es ja dann das Finale um den Gruppensieg gegen die Schweizer. Ja, diese Veränderung der Mannschaft, da wollen wir uns jetzt mal die Spieler anhören. Neuer, Gündoğan und Kroos sind das, die so ein bisschen Einblick gewähren in den Reifeprozess, in dem sich die Mannschaft gerade befindet. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir wollten unbedingt das Spiel gegen Schottland bestätigen. Und wir wissen ja, dass es nicht so leicht war in der Vergangenheit auch gegen Ungarn zu spielen, das zweite Gruppenspiel zu bestreiten und das siegreich zu bestreiten.
Und deshalb freut es uns natürlich, dass wir heute hier in Stuttgart so eine dominantes Aufgalopp gehabt haben und hier verdient gewonnen haben. Ja, gefühlt wird es immer besser, aber während es besser wird, müssen wir auch einige Schwierigkeiten überstehen. Ich glaube, das hat das Spiel heute auch gezeigt, gerade in der ersten Halbzeit. Ein, zwei gefährliche Aktionen der Ungarn, ein, zwei gefährliche Konter, wo Manu auch, glaube ich, zweimal super hält. Aber so ist das Turnier. Man muss die gefährlichen Situationen überstehen. Und wenn man die Möglichkeiten bekommt, muss man eiskalt zuschlagen. Und ich glaube, das haben wir super gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es, glaube ich, echt cool runtergespielt. Unser Ziel ist logischerweise, weil ich davon ausgehe, dass die Schweiz das Spiel gewinnt heute, natürlich Gruppenerster zu werden. Deswegen müssen wir die Spannung hochhalten. Ich glaube, dass es während dem Turnier nie gut ist, wenn irgendwas abfällt. Und es gibt in meinen Augen auch wirklich wenig Grund, dass irgendwas abfällt, weil wir ein größeres Ziel haben als nur das Achtelfinale. Das ist doch mal ein schöner Satz nach dem zweiten Gruppenspiel, dass Toni Kroos hier auch schon deutlich macht, wir denken nicht in Achtelfinalkategorien, sondern wenn man bei so einem Turnier dabei ist, dann hätte man auch gerne, wie sagt Marcel Reif immer, hinterher was Glänzendes in der Vitrine. Ist auch so, aber K.O.-Spiele, die dann beginnen, das ist immer noch mal eine besondere Situation. Und in dem Fall, du kannst ja auch alle drei Gruppenspiele gewinnen und dann triffst du auf einen Gegner, der dir überhaupt nicht liegt und du bist raus. Also Toni hat recht, vom Großen zu träumen, aber es sind noch viele Schritte dahin. Du hast zwei Europameisterschaften gespielt, Mehmet, 96 und 2000. Mit welcher Zielsetzung seid ihr als Mannschaft in diese Turniere gegangen? Habt ihr eher so diese Strategie gefahren, so nächstes Spiel, ja, oder Hauptsache wir kommen ins Halbfinale, dann ist es ein erfolgreiches Turnier? Oder sagt man sich halt als Spieler der deutschen Nationalmannschaft von Anfang an, okay, Finale an dem Tag, da will ich hin und ich gebe alles dafür? Nein, Berti hat es anders ausgedrückt. Er hat gesagt, Vorrunde sind wir durchgekommen. Dann waren noch mal in Manchester gegen Kroatien. Und dann waren wir in London, Halbfinale gegen England. Und dann hat er gesagt, wir wollen nach London und wir wollen in London bleiben. Das heißt, wir gewinnen heute Abend. So einfach ist es manchmal. So einfach war es. Dann gibt es ein Foto, Mehmet, das ich dir gerne einmal zeigen würde. Und Ihnen, liebe Fußballfans, wie Kimmich und Tah gemeinsam mit Neuer feiern nach einer Parade. Richtig große Emotionen. Und was sagt das aus, Mehmet, wenn man so ein Foto sieht, wenn du das als Fußballer noch mal so nachspürst? Es ist relativ simpel, weil die Mannschaft hat auch gespürt, dass die Kritik an Neuer völlig überzogen ist. Also seine Qualitäten sind doch jetzt seit über einem Jahrzehnt unbestritten. Und die Mannschaft spürt, da wird jemand von uns, den wir sehr mögen, der uns öfter mal, ich sag's jetzt mal, den Arsch rettet, der wird jetzt angegriffen die ganze Zeit, weil er mal eine schlechte Phase hatte. Aber es geht ja um die grundsätzlichen Fähigkeiten von Neuer und die sind fantastisch. Und die hat er auch wieder gezeigt. Also das heißt, die Spieler haben ein sehr feines Gespür dafür, wie geht's meinem Kollegen. Das sind Blicke in der Kabine, das ist, wie gibt man sich die Hand und so. Kann man unheimlich viel lesen draus. Und es war klar, Neuer war unter Druck, von uns nicht. Also die auf keinen Fall. Von mir auf gar keinen Fall. Und hat einfach nur gezeigt, was er seit über einem Jahrzehnt macht. Gute Leistung bringen. Also ein gutes Zeichen, was den Geist in der Mannschaft betrifft, wenn dieses Gefühl füreinander, natürlich, klar. Hast du dich mal so nah an Oliver Kahn herangetraut? Nein, das war gefährlich. obwohl doch. Also auf dem Platz waren Olli und ich, haben wir uns total vertraut, konnten auch miteinander lachen und ansonsten... Hör auf, du konntest mit Oliver Kahn lachen? Ja. Als er mal einen Abstoß gemacht hat vom Fünfer, der völlig missraten ist und der Ball flog in Kopfhöhe Richtung Mittellinie. Aber so. Und ich wollte ihn erst verlängern, dann wollte ich ihn stoppen und habe ihn voll ins Gesicht gekriegt. Das fand Olli lustig. Olli fand das lustig, aber ich auch. Wir haben noch eine interessante Beobachtung, Mehmet, bei der Nationalhymne vorm Spiel fiel uns auf, ja, dass auch die Ersatzbank richtig mitgeht und dass Niklas Füllkrug sogar die Mitspieler animiert hat, jetzt richtig laut singen. Das hat ja fast schon italienische
Dimension. Ausdruck hier, Dimension, vielen Dank an der Stelle. Dieser Moment des Hymnesingens, bleiben wir aber erst noch mal im Hier und Jetzt, dass eine Mannschaft auf der Bank auch so diesen Moment mitgenießt. Auch wieder einen Punkt, der einzahlt auf das, was du gerade beschreibst. Teamgeist ist da, wir gemeinsam. Matti, es ist ja immer gleich. Es geht ja nicht um Teambuilding. Teambuilding sind 3 Punkte. Nicht im Wald irgendwo rumkraxeln oder Ausflüge machen, sondern da wächst dann was zusammen, wenn du zusammen gewinnst. Und ich habe immer die Hymne mitgesungen. Ich war sehr stolz drauf, für Deutschland zu spielen. Berti Vogt hat mir ungefähr 30 Medaillen geklaut damals. Also ich wurde zwar mitgenommen, aber nicht eingesetzt. Und aber es war, hat mich immer mit Stolz erfüllt, auch die Hymne zu singen. Und ich konnte sie auch. War das damals auch aber schon? Aber es ist gut, dass es wieder in diese Richtung gegangen ist jetzt. Es war ja auch schon mal anders jetzt. War das bei euch auch schon so, dass die Ersatzbank auch mitgesungen hat? Ich weiß es einfach nicht mehr genau. Das, auch da war es schon üblich. 96 standen, du weißt ja, bei den ersten 3 Spielen saßt du draußen. Insofern müsstest du es gut wissen. Doch, wir sind auch aufgestanden und haben gesungen. Dieser Moment, wenn man die Hymne singt, bist du dann eher schon so beim ersten Zweikampf und bei dem, was der Trainer dir gesagt hat? Oder kann man dann noch mal das richtig aufsaugen? Hört man das? Du hast gerade beschrieben, du warst stolz in dem Moment, hier zu stehen und für Deutschland spielen zu dürfen. Exakt so war es. Also da geht dir keine Taktik durch den Kopf, sondern du sagst jetzt, okay, ich spiele für mein Land, ich spiele gerne für mein Land und ich liebe diese Hymne. Und es ist eine Ehre, jetzt hier zu stehen. Hast du Pfiffe gehört während einer Hymne, wenn die anderen Fans manchmal gegen die deutsche Hymne gesungen haben? Das blendest du aus. Das hörst du nicht. Und die Italiener haben auch vor 20 Jahren schon so gebrüllt gesungen wie heute. Wahnsinn, ja. Und was haben wir vorhin gesagt? Die Spanier, die können nicht mitsingen. Leider kein Text. Mhm. Trotzdem eine schöne Hymne, aber kein Text. Ja, finde ich immer ein besonderer Moment bei diesen Turnieren, wenn man die Hymnen alle noch mal so bewusst hört. Und bis auf wenige Ausnahmen, unter anderem bei Türkei gegen Georgien war es so, dass auch gepfiffen wurde. Und Serbien, England, auch ein paar unschöne Momente. Das ist mein Eindruck. Aber das ist Schmarrn. Was soll das? Da kann man auch wirklich einfach mal 4 Minuten Ruhe geben, oder? Richtig. Und dem anderen Land seine Bühne bieten. İlkay Gündoğan, unser Kapitän, hat bislang eine großartige Europameisterschaft gespielt. 5 Torbeteiligungen bei insgesamt 7 Treffern. Mehr müsste man eigentlich nicht sagen. Wir lassen trotzdem andere zu Wort kommen und hören einmal Rüdiger, Nagelsmann, Mittelstädt und ihm selbst zu. İlkay ist wichtig für uns. Ist ein stiller Leader, aber auf dem Platz, da zeigt er und so brauchen wir ihn. Ja, heute ein super, super Spiel gemacht, tolles Tor. Technisch extrem anspruchsvoll, so ein Querball, der schon scharf gespielt war auf den Maxi, super Ball, aber den musst du erstmal so verwerten, mit einem schwachen Fuß, in Anführungszeichen. Ich glaube, es war extrem gut von Illy, dass er nicht direkt mit reingegangen ist, sondern auf den Rückpass gelauert hat. Und ich glaube, man sieht auch mit dem Tor, wie er es gemacht hat, mit dem schwachen Fuß ins lange Eck. Ist einfach pure Klasse und tat uns extrem gut, weil es ein extrem wichtiges Tor war, um den Deckel mehr oder weniger drauf zu machen. Ich wollte immer geduldig bleiben, ich wollte immer auf dem Platz meine Aufgaben so gut wie möglich erfüllen, ohne mich dabei allzu wichtig zu nehmen. Und ich glaube, dass je öfter man es gemeinsam macht, je öfter man gemeinsam trainiert und vor allem auch spielt, desto besser ist das Gefühl auch für den Nebenmann. Und ich glaube, gerade in dieser offensiven Position, wo man oft zwischen den Ketten, zwischen der Abwehrkette und der Mittelfeldkette des Gegners sich zeigen muss und dann aber auch schon vorher irgendwo auch wissen muss, wie es weitergeht, Anschlusssituationen schaffen. Das ist nicht allzu leicht, aber das Gefühl wird immer besser, gerade mit den Jungs um mich herum. Und hoffentlich geht es so weiter. Da Sie gerade nicht im Studio sein konnten, während Gündoğan zu hören war, gebe ich einmal weiter. Mehmet, du hast spontan gesagt, so ist es, sehr gut, gut beschrieben. Ja, besser kann man es nicht beschreiben. Vor allen Dingen, wir haben ja beim letzten Spiel festgestellt, es ist für ihn eine andere Situation. Er war vorher defensiver Mittelfeldspieler, jetzt ist er offensiver Mittelfeldspieler. Das heißt, er hat immer auch einen Mann im Rücken und muss sich zwischen den Ketten orientieren. Es ist ein anderes Spiel. Aber er ist so ein intelligenter Spieler. Und übrigens, dieses Tor, das er schießt, das war wirklich schwer. Weil? Weil der Ball auf seinen falschen Fuß kommt. Er ist
beidfüßig, aber auf seinen falschen Fuß. Und er kommt quasi parallel zum Tor. Das war nicht einfach, diesen Ball so zu treffen. Hat er gut gemacht. Hat überhaupt ein gutes Spiel gemacht. Wenn man ihm so zuhört, alleine von der Stimmfarbe, sich die Körpersprache anguckt, dann ist aber auch zu greifen, welche Erleichterung er empfindet, nachdem bei ihm ja auch hinterfragt wurde vor dem Turnier, ist das die richtige Lösung? Muss vielleicht der Kapitän sogar auf die Bank und jemand wie Sané beispielsweise von Anfang an auf dem Platz stehen? Aber das zeigt doch auch nur, wie lernfähig Gündogan ist. Also ich glaube, in seiner Anfangszeit in Nürnberg war das, hat er auf der 10 gespielt. Dann ist er zurückgegangen, immer weiter zurück. Und dann hat er defensives Mittelfeld gespielt, hat quasi eine Strategie entwickelt, ein Gefühl fürs Spiel. Und jetzt ist er eine Stufe weiter vorne. Es ist ein anderes Spiel und er lernt es. Er kann es. Du hattest dein Zuhause, Mehmet, immer auf der linken Außenbahn. Aber manchmal hat Ottmar Hitzfeld dich auch zentral ausprobiert. Hast du dich da dann richtig wohlgefühlt? Ich habe mich nie wohlgefühlt mit Gegner im Rücken. Also bin ich nicht der Spielertyp für. Mir war die Linie ganz recht. Da wusste ich von der Seite, kann niemand kommen. Ich habe einen Gegenspieler vor mir, alles in Ordnung. Es ging. Ich musste halt auch, wie Gündogan, neue Laufwege finden, neue Räume entdecken. Aber wohler habe ich mich außen gefühlt. Da kann man sich auch zwischendurch dann mal ausruhen, oder? Ja. Ja. Aber nicht gegen Real Madrid oder Manchester United. Ich kann mich an ein Spiel erinnern. Das Halbfinale, 2-1 war das Halbfinale, habe ich linker Verteidiger neben Lisa Razou gespielt. Gary Neville hat so gedrückt. Der ist so marschiert, der ist so gelaufen. Und dann habe ich, wie auch immer, ein Tor geschossen. Vor der Pause. Jetzt stell dein Licht nicht so unter den Stempel. Nein, ich war vielleicht zwei oder dreimal in der gegnerischen Hälfte. Und dann habe ich zu Michael Henke gesagt, Co-Trainer damals, habe ich gesagt, komm, hol mich raus, stell einen linken Verteidiger dahin. Das ist mir jetzt zu blöd, hinter dem Neville immer herzulaufen. Fachgespräche müssen zwischendurch sein, Mehmet. Darum reden wir jetzt über das Outfit von Julian Nagelsmann. Ja. Treue, jetzt kommt Scholl. Das haben wir ja immer. Treue, jetzt kommt Scholl. Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich erinnern, dass er schon zu Zeiten von Leipzig war das. Damals Halbfinale in der Champions League mit einem ungewohnten Outfit auflief. Wir wollen noch mal einen kurzen Ausschnitt einer damaligen Jetzt kommt Scholl-Folge hier einspielen. Auch das sei uns gestattet. Wir schauen uns noch einmal kurz Julian Nagelsmann an. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Blick. Er setzt ja immer mal wieder Akzente. Was hast du gestern gedacht, als du seinen Anzug gesehen hast? Zuerst habe ich gedacht, der Fernseher flimmert. Habe ich ja eben schon erwähnt. Und dann ist mir die Idee gekommen, zu überlegen, ob Julian mal bei mir zu Hause war. Weil es sah aus, als hätte er mein Sofa erschossen. Damals das erschossene Sofa und jetzt, Mehmet, was sehen wir hier? Der Bundestrainer gestern kurz nach Schlusspfiff, er war einmal in der Kabine zum Umziehen. Was hast du vorhin gesagt? Erinnert dich an Campingurlaub. Aber entspannt. Entspannt, total Deutschland entspannt. Ist ein Land der Camper, voller total Respekt. Entspannt. Das ist ja auch was, wir haben halt noch nie so einen jungen Bundestrainer gehabt. Mhm. Lässiges Auftreten, klamottenmäßig. Ja, auch so, er wirkt entspannt. Also ich glaube, er hat für sich so eine Formation gefunden, so 13, 14, 15 Spieler, meistens sind es nicht mehr, aber der Rest muss halt auch mitziehen. Aber meistens sind es nicht mehr, denen vertraut er 100% und die spüren das auch und sie geben es zurück. Also da ist jetzt in der kurzen Zeit was Gutes zusammengewachsen, was lange Zeit nicht danach aussah. Kannst du dich noch an deinen ersten Gedanken erinnern, als Nagelsmann als Bundestrainer im September verkündet wurde? Kam das für dich sehr überraschend oder hast du da mehr Fragezeichen gehabt? Oder dachtest du gleich, das ist jetzt gut, dass wir so einen ganz Jungen, der auch mit den Spielern vielleicht eine bestimmte Ebene hat, zu dem ehemaliger Bayern-Trainer, das heißt, er kennt einige Spieler sehr, sehr gut. Also ich habe einige Einheiten, Trainingseinheiten von ihm bei Bayern gesehen und da war jetzt nichts Auffälliges, also nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, das wundert mich jetzt oder überrascht mich. Der Umgang war gut, die Ansprache war gut. Aber jetzt internas, warum er dann letztendlich bei Bayern gehen musste,
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall zu dieser Mannschaft hat er jetzt einen Zugang. Einen sehr guten Zugang. Und der Zugang eines Trainers zur Mannschaft ist das Fundament für alles? Das Wichtigste. Ja. Wie es Ottmar Hitzfeld, denke ich, vor allen Dingen in diesen 6 Jahren bei euch hatte, von 1998 bis 2004. Ja, Ottmar hat uns vertraut und wir haben ihm blind vertraut. Also es waren auch Situationen da, jetzt erzähle ich wieder Internas. Raus damit. Okay, wir haben gegen Freiburg gespielt und die haben ohne Stürmer gespielt. Die haben mit 6 Mann im Mittelfeld gespielt und Effe, Jeremies und ich sind zu dritt nur hin und her gelaufen. Wir haben keinen Ball gesehen. Die hatten keine Torschuss, aber wir haben auch keinen Ball gehabt. Und dann bin ich in der Pause zum Effe hin und habe gesagt, Effe, das funktioniert so nicht. Hat er gesagt, du gehst jetzt einen Schritt weiter nach vorne. Wir sind, ja noch einer weniger. Ich nehme die 4. Das hat der Effe gesagt und wir haben 1-0 gewonnen tatsächlich. Und am nächsten Tag hat uns Ottmar reingeholt und hat gesagt, Leute, denkt nicht, dass ich das nicht gemerkt habe. Macht das nicht öfter ohne Absprache. Und damit war die Sache erledigt. Wunderbar. Jetzt? Ich nehme die 4. Ich nehme die 4. Schöner Satz, ne? Aber Effe. Strahlst du auch ein Selbstbewusstsein aus, wo du als Mitspieler sagst, okay, so einen hätte ich gerne neben mir. Ja, unglaublich. Jetzt wollen wir mal nach vorne schauen, liebe Fußballfans, denn die große Frage ist ja, wir sind qualifiziert fürs Achtelfinale, was sehr, sehr gut ist. Und trotzdem wissen wir noch nicht, ob wir Erster oder Zweiter werden. Und trotzdem muss Julian Nagelsmann jetzt entscheiden, ob er erneut die gleiche Startelf aufbietet, mit der wir jetzt auch gegen Schottland und gegen Ungarn begonnen haben, oder ob er möglicherweise Spieler schont. Wir wollen dem Bundestrainer einmal zuhören. Ja, wir schauen mal, wie wir alle durchkommen. Wir haben einen Tag weniger Zeit. Generell glaube ich schon, dass wichtig ist, dass wir möglichst viele Spieler wieder von der ersten Elf auf dem Platz haben, um uns einfach den Rhythmus zu holen. Und weil wir die Rollen auch bewusst verteilt haben, weil wir an die Qualitäten der Spieler, die beginnen, glauben, aber eben auch an die Qualitäten derer, die reinkommen, weil sie gewisse Qualitäten reinbringen, die gerade nach Wechsel teilweise sehr interessant sind. Kann sein, dass wir einzelne Spieler wechseln, weiß ich es noch nicht. Wie gesagt, ich muss gucken, wie alle durchgekommen sind. Ich habe jetzt noch nichts gehört. Stand jetzt, glaube ich, sind alle gesund. Stand jetzt alle gesund, gute Nachricht. Ich finde, es ist eine wunderbare Fußballdiskussion. Du hast jetzt das dritte Spiel und es gibt ganz gewisse Argumente dafür, Sachen zu ändern, um Spielern eine Pause zu geben, um vielleicht auch anderen Spielern das Gefühl noch mal stärker zu geben, ihr gehört auch dazu, indem sie spielen dürfen. Oder man sagt halt, hey, ich will den Satz Never change a winning team jetzt nicht zitieren, tu es aber trotzdem, weiter so. Wie ist dein erstes Gefühl bei der Frage? Also, mein Gefühl grundsätzlich ist, gewachsene Mannschaften, und die wachsen ja gerade zusammen, die zu verändern, bringt immer Schwierigkeiten mit sich. Wir haben das bei der WM 2014 erlebt, ab Viertelfinale immer die gleiche Mannschaft. Man ist eingespielt, jeder hat seinen Platz in der Mannschaft. Es wird nicht rumrotiert, keine taktischen neuen Ideen und so weiter. Also ich glaube, vielleicht ein oder zwei Spieler wird er vielleicht ändern, aber an der groben Ausrichtung sollte nichts verändert werden. Wir haben es ja auch bei den Spielern vorhin gehört, die sagten, wir fühlen nach und nach besser, wie unsere Nebenleute sich bewegen, was passiert. Nein, das war doch mein Problem damals bei der EM in Frankreich, als Jogi Löw umgestellt hat für die Italiener, um sich den Italienern anzupassen. Und wir sind mit Glück weitergekommen und konnten aber zum alten System, das ich vorher gefunden hatte, nicht mehr zurückkehren. Also die Struktur war kaputt. Und dann kam das aus gegen Frankreich. Also wenn ein Gebilde funktioniert, in Ruhe lassen, stärken und fördern einfach. Wir haben 4 Spieler, die gelb belastet sind, nennen wir es mal so. Tah, Rüdiger, Andrich und Mittelstädt. Also ausgerechnet auch noch 4 Spieler, ich sag mal, aus dem Defensivverbund. Mhm. Ja. Bei der zweiten gelben Karte würde ein Spiel Sperre folgen. Das macht jetzt hier in diesem Sinn eigentlich, in diesem Fall wenig Sinn, jemanden rauszunehmen, weil man würde vermeiden, dass jemand im Achtelfinale fehlt, aber hätte dann das Risiko, dass im Achtelfinale jemand seine zweite Gelbe kriegt und im Viertelfinale fehlt. Gestrichen wird ja erst nach dem Viertelfinale. Genau. Da hast du mich erst gestern drauf gebracht. So bin ich. Ja, doch. Danke ich dir.
Also ich würde diesen vier Spielern sagen, seid vorsichtig im nächsten Spiel. Ja, also niemandem jetzt raten, absichtlich noch eine gelbe Karte zu holen. Seid vorsichtig. Wir sind schon weiter und wir brauchen euch. Du warst mal zu blöd, um dir eine gelbe Karte abzuholen. Ja. Situation war März 2000. Ihr habt gegen Trondheim gespielt, wart schon weiter im Viertelfinale und Ottmar Hitzfeld hat dir dann gesagt, hol dir eine gelbe Karte ab, damit du das letzte Gruppenspiel gegen Kiew verpasst, da tut's nicht weh. Richtig. Anstatt ein Viertelfinale. Was ist dann passiert? Ja, ich habe ein Tor geschossen, einen Freistoß, 1-0 und habe völlig vergessen, dass ich mir gelb holen musste. Und dann hat Paulus Sergio 2-0 geschossen und dann stand ich ohne Trikot da. Wir sehen hier das Foto nochmal. Was hat denn Paulus Sergio gedacht? Er schießt das Keine Tor, Ahnung. Völlig belangloses Tor und du fängst an, das Trikot auszuziehen. Nein, ich habe zum Schiedsrichter vorher gesagt, ich brauche gelb heute, aber ich will keinen umhauen. Ich kann das nicht. Also wenn ich einen umhaue, dann ist es rot, weil es blöd ist, weil ich das nicht kann. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, aber ich glaube, Bayern hat eine Geldstrafe gekriegt. Wurde die auf dich abgewälzt eigentlich? Musstest du dann zahlen? Nee. 15.000 Schweizer Franken waren das. Für was, Dummheit. Was haben deine Mitspieler gedacht, als Paulus Sergio einen Elfmeter verwandelt und Mehmet Scholl zieht sich das Trikot aus? Keine Ahnung. Der Scholl. Ich weiß auch Man nicht, hat sich bei dir, was ich mir dabei gedacht habe. Man hat sich bei dir über nichts mehr gewundert. Aber ich finde es besser, als einem in die Beine zu treten. Also absolut. Ehrlich. Aber trotzdem, dann machen wir es noch einmal moralisch. Hat das im Fußball was zu suchen, die absichtliche gelbe Karte? Ich sag's anders. Ich nenne es immer, du musst im Fußball bis zu einem gewissen Bereich deinen Vorteil suchen. Das ist auch erlaubt. So, das war noch im Bereich des fast erlaubten. Schau mich nicht so an. Nein, wie hast du es als ich Trainer? Ich bin stolz drauf. Wie hast du es deinen Spielern gesagt, als du Trainer warst? Hast du gesagt, sucht euren Vorteil. Also nicht. Also du kriegst zum Beispiel auch kein Foul gepfiffen vom Schiedsrichter, wenn du nicht schreist, wenn du hinfällst. Hört man im Fernsehen manchmal, aber nicht immer. Aber normalerweise in den unteren Ligen, der Schiri kann nicht unterscheiden, ob du getroffen worden bist oder nicht. Also schrei. Gut, ja. Das ist den Vorteil suchen. Ich rede jetzt nicht von Schwalben oder irgendwas. Genau, da gibt es dann die Grenze. Da gibt es ganz klare Grenzen. Jetzt fragen wir uns ja, wie geht's weiter? Und warum ist es so wichtig, Erster zu werden? Zur Erklärung, werden wir Gruppenerster, spielen wir anschließend gegen den Zweiten aus der, ich nenne sie mal England-Dänemark-Gruppe. Werden wir aber Zweiter, spielen wir gegen den Zweiten aus der Spanien-Italien-Gruppe. Insofern kann man schon klar sagen, es ist auch in der Hinsicht wichtig, Erster zu werden. Und in dem Fall sieht das auch Julian Nagelsmann so. Julian, du hast schon gesagt, ihr wollt Gruppenerster werden. Kannst du ein bisschen begründen, hat es was damit zu tun, wie die anderen Gruppen aufgestellt sind von den Gegnern oder vielleicht auch mit den Stadien? Im Achtelfinale könntet ihr zum Beispiel als Erster in Dortmund spielen statt in Berlin. Ja, hat schon was mit Gegnern zu tun, wobei man da natürlich immer auch gewisse Dinge voraussetzt, die man nicht beeinflussen kann, das ist ja klar. Aber in allererster Linie finde ich, hat es eine Wirkung nach innen, ob du Erster oder Zweiter wirst. Das heißt nicht, wenn wir Zweiter werden, dass dann alles zusammenbricht, aber generell ist es schon immer schöner, wenn man Erster ist. Und es hat einfach eine Wirkung nach innen, nach außen. Wenn du als Gruppenerster das beendest, könnte es sein, dass der Achtelfinalgegner nicht der Riesenbrocken ist, wissen wir aber nicht genau, weil wir die andere Gruppe nicht beeinflussen und da nichts machen können. Aber das ist natürlich das, was man auf dem Papier sieht, kann sich ja jeder durchrechnen. Aber du kannst es nicht 100% vorhersagen. Aber es geht erstmal darum, um eine Wirkung, 3 Spiele zu haben in einer Gruppenphase und 3 Spiele gewinnen zu wollen. Soweit also Julian Nagelsmann. Auch er macht deutlich, während ich mich hier zu unserem Touchscreen geschlichen habe, dass Platz 1 ganz wichtig ist, Mehmet. Ja. Du sagst auch, neben dem Effekt, dass man vermutlich den etwas leichteren Gegner im Achtelfinale hätte, ich gehe jetzt mal von Dänemark aus. Ich würde aber auch sagen, selbst England ist für uns besser als Spanien oder Italien. Also meine Meinung über die Engländer bei Turnieren ist bekannt. Der englische Fußball, die Premier League ist natürlich vom Feinsten. Aber wenn sie gemeinsam auf dem Platz stehen,
rein Einheimische und sie kommen von der Insel runter, ist es einfach eine andere Mannschaft. Und als Erster weiterzukommen, ist das auch was, was die anderen Nationen registrieren? Also schauen die schauen gerade auf uns? Ja, natürlich. Jetzt. Also nicht auf uns beide, aber aber jetzt, nach diesen zwei Spielen, ja natürlich hat Deutschland ein Zeichen gesetzt für andere Mannschaften. Also das ist nicht mehr die Mannschaft von vor einem Jahr oder der letzten Jahre, sondern da wächst jetzt was zusammen. Und wenn die das dritte Spiel auch noch gewinnen, dann geht man schon mit breiter Brust in die nächste Runde. Das sind gute Nachrichten, dass es nicht mehr die Mannschaft ist von vor einem Jahr. Jetzt sind wir hier bei unseren Noten angekommen. Ist jetzt nach einem 2-0-Sieg gegen Ungarn auch nicht spektakulär, weil am meisten streiten wir ja eigentlich immer um Note 5, Mehmet. Diesmal habe ich keinen im Angebot. Krönchen steht auch schon bereit. Kannst du entweder währenddessen vergeben oder später. Nee, also, kann man direkt dem Neuer aufsetzen. Du gibst sie gleich, warte mal, da muss ich aufpassen. Du gibst sie gleich dem Neuer. Natürlich, und weil er sie verdient hat. Machst damit deutlich, dass unsere Note 2 vielleicht sogar einen zu schlecht ist? Ich weiß noch nicht, wie ihr die anderen bewertet habt. Ja gut. Im Vergleich. In der Abwehr haben wir bis auf Kimmich, der eine 3 gekriegt hat, hier jedes Mal die 2 für Rüdiger und Tah und auch für Mittelstädt. Bin ich einverstanden. Und dann ist auch die Neuer 2 okay? Ist es eine mit Plus? Ist es eine mit Krönchen? Ja, machen Plus. Na, das Krönchen ist ja sozusagen die... Ja. Na gut, ein Plus kriegt er. Spieler des Spiels. Mit Gündogan, ja. Zu dem kommen wir. Pass auf, dann ziehen wir den vor, weil Gündogan hat von uns die 1 gekriegt. 2 Torbeteiligungen. Ist auch völlig in Ordnung. Über den haben wir gerade schon länger gesprochen. Im Mittelfeld Kroos. Jetzt bin ich gespannt. Kroos eine 3, ein Tick schlechter als Andrich aus Sicht der Kollegen im Stadion. Ja, bei Toni hat jetzt, wie sage ich das jetzt? Toni hat ja immer diesen strategischen Gedanken. Technisch perfekt, er trifft richtige Entscheidungen und so weiter. Und es ist manchmal nicht so auffällig. Ja, da sind jetzt nicht die spektakulären Aktionen, wo er dreimal ausspielt, wo jeder sagt, ja, das ist eine 1. Aber so allein seine Anwesenheit in Verbindung mit dem Verständnis für dieses Spiel, er wird damit leben können. Dann kriegt er noch die Strategie-Teilnote. 2, genau. Nur eine 2? Na gut. Ich dachte, angeborene 1 an der Stelle. So, die beiden Jungs vorne, unsere Zauberfüße. Da war Florian Wirtz fast mit einer 3 noch ganz gut bedient. Richtig. Deine Erklärung, warst du auch überrascht, dass das diesmal nicht so strahlte wie gegen die Schotten? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein junger Kerl, der eine Riesenentwicklung genommen hat, der... wo es völlig normal ist, dass es da auch mal zu Schwankungen kommt. Aber mit der 3 kann er, glaube ich, ganz gut leben. Also schlechter habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn auch schon besser gesehen. Vor allen Dingen wird er mit dem 2-0 und dem Einzug ins Achtelfinale sehr gut leben können. Musiala, nochmal die 1. Wieder getroffen und stand jetzt, der erfolgreichste Torschütze bei dieser EM mit 2 Treffern. Denn alle anderen haben bisher maximal einmal getroffen. Ja. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich jetzt jedes Mal hier stehen und Musiala loben, weil es einfach ist herausragend, außergewöhnlich. Gebt ihm einfach immer den Ball. Ich möchte ihn immer am Ball haben. Und wir hören ihm mal zu. Ab und zu geben wir ihm auch ein Mikrofon. Jamal Musiala nach diesem 2-0 gegen Ungarn und seinem zweiten Tor. So hat er sich geäußert. Wurde sogar auch auf die Torkanone angesprochen. Wir haben so viel Qualität auf dem Spielfeld, ich krieg meine Chancen und wenn ich ein paar Mal vorne vom Tor bin, habe ich auch den Selbstbewusstsein jetzt, dass der Ball auch reingeht. Ich bin einfach happy, dass wir jetzt gut spielen und jetzt einfach der Fokus ist, den Flow weiterzunehmen in die Spiele, wo jetzt noch kommen. Bei 2 Tore spielt es ein bisschen im Verlauf des Turniers auch nach ganz oben Torschützenkanone, Torjägerkanone? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, mein Fokus ist jetzt immer auf den nächsten Spiel zu schauen und gucken, dass ich da meine Leistung bringe, alles gebe. Und wenn die Tore kommen, kommen die. Da hat er recht. Ein Entertainer ist es ja nicht, ne? Nein. Aber auf dem Platz schon. Aber ein sehr bescheidener Junge, sehr zurückhaltend. Aber der weiß schon auch, was er kann. Also so ist es nicht.
diese Leistungen, die er bringt, oder diese Bewegungen oder dieses Instinktive, das kann man ja nicht erlernen. Und er weiß um diese Qualität und er nutzt sie. Und pflegt sie auch. Das ist noch wichtig. Was meinst du mit pflegen? Pflegen heißt immer wieder üben, 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 üben. Havertz haben wir hier vorne noch. Der geht auch mit einer 3 nach Hause. Ich bin das erste Mal mit euren Noten einverstanden. Hör auf. Das ist doch auch. Überhaupt keine Kritik. Aber weißt du, warum die Noten für die Spieler manchmal wichtig sind? Erzähl. Das habe ich dir nie gesagt, gell? Nee, ich glaube natürlich nicht. Wie oft hatte ich eine 6 in der Bild? Das hast du mir schon mal gesagt, 20 Mal. 20 Mal ungefähr. So, du willst ja, du hast ja einen Eindruck von deinem Spiel. Du hast Aufgaben im Spiel und du hast einen Eindruck. Und du möchtest wissen, konntest du dein Spiel transportieren? Ist es nach außen hin aufgefallen, was du gemacht hast? Und da waren die Noten immer so eine ganz gute Orientierung. Also die Spieler schauen schon auch nach Noten. Das ist nochmal gut zu hören. Also wenn einer sagt, ich lese gar nichts während eines Turniers, die Note kriegt man schon mit, ne? Natürlich. Das freut unsere Kolleginnen und Kollegen im Stadion. Jetzt würde ich sagen, holen wir jemanden dazu. Unseren Kollegen Tobi Altscheffel, der mit der deutschen Mannschaft unterwegs ist und uns jetzt zugeschaltet ist. Da sehen wir ihn wieder vor diesem wunderschönen Ball. Oder ist das die Schalte von vorgestern, sag mal? Sag mal, ist das Absicht, dass genau. Man so einen riesen Ball stellt, Tobi? Ja, genau das Gleiche. Es ist eine Endlosschleife. Nein, wir stehen wieder hier und sind froh und munter nach einer kurzen Nacht nach dem Spiel. Kurze Nacht. Erzähl mal, die Mannschaft ist wann angekommen im Hotel? Es war ja von Stuttgart dann nach Herzogenaurach die Fahrt. Und was ist seitdem passiert? Wie sieht der Tag heute aus? Was gibt's Frisches? Ja, also es wurde wieder mit dem Bus gefahren. Das war dem DFB sehr wichtig, dass dieses Konzept da verfolgt wird, in der Vorrunde umweltfreundlich unterwegs zu sein, nicht zu fliegen. Wir sind in der Nacht noch mit dem Bus heim. Waren, glaube ich, so gegen 1-2 Uhr sind sie eingetrudelt und waren im Hotel. Die Spieler, Frauen, Freundinnen durften auch wieder mit. Also diese Belohnung, die es nach dem Auftakt gab, die gibt es jetzt wieder. Und jetzt steht gleich hier um 11 Uhr im Adi-Dassler-Stadion das Regenerationstraining an. Also ein bisschen Auslaufen, ein bisschen Spielersatztraining für die nicht dran durften. Und ja, dann ist ein bisschen ruhiger heute, bevor man dann sich langsam wieder auf die Schweiz vorbereitet. Tobi, gibt es eigentlich irgendeinen Spieler, von dem wir wissen, dass er wirklich sauer ist, weil er gerade nicht zur Stammelf oder nicht zu den ersten Einwechselkandidaten gibt? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also die sind ja alle, haben die Rollen so klar und dann ist auch bei den Einwechselspielern klar, wer als erstes aufs Feld kommt. Ich habe mit Niklas Füllkrug gestern am Spiel gesprochen, wo man meinen könnte, weil Kai Havertz weiter in den Vorzug bekommt, dass er vielleicht mehr ran will. Aber natürlich sagt er, er würde gern von Anfang an spielen, aber er akzeptiert seine Rolle. Also einen Stunk in der Mannschaft gibt es da jetzt nicht und die wissen alle, wo sie stehen und ja, das Thema Rotation oder Wechsel gegen die Schweiz, vielleicht ein, zwei Änderungen können es geben, ein paar Belohnungen, aber groß durchgewechselt wird hoffentlich, Gott sei Dank nicht. Hoffentlich ist das, was auch Mehmet und ich hier im Studio vorher besprochen haben, auch wir sind der Meinung, diese Mannschaft, die da jetzt gerade dabei ist, zusammenzuwachsen, möglichst wenig zu stören in diesem Prozess. Du hast gerade aber gesagt, ein, zwei Wechsel sind möglich, vielleicht auch Belohnungen. Hört man schon, welche Spieler da möglicherweise von Anfang an dabei sind gegen die Schweiz am Sonntag und wer eben dann auch nicht dabei wäre? Ja, es gibt ja zum Beispiel den Pascal Groß, der es sehr gut gemacht hat in der Vorbereitung, der sich vielleicht mal die Chance verdient hätte. Und das Thema gelbe Karten ist echt ein schwieriges. Ihr habt es ja schon angesprochen. Ich habe mir gestern kurz gedacht im Spiel, es sind ja schon Jonathan Tah und Andrich mit gelben Karten reingegangen. Vielleicht hätten sie sich am Ende noch eine abholen können, dann hätten sie gefehlt im dritten Spiel und wären in der K.O.-Runde dann quasi wieder frei gewesen. Also da muss man schon viel überlegen, wie man das am besten paktiert, damit nicht in einem entscheidenden Spiel jemand fehlt. Ja, hochspannende Diskussion um diese Aufstellung. Könnte es auch sein, dass Sané statt Wirtz anfängt, dass Füllkrug statt Havertz anfängt? Das sind ja noch so die Namen, die im Vorfeld immer auch als Alternativen für die Positionen diskutiert wurden. Ich weiß nicht, ob Sané schon so weit ist. Also der muss im Training immer noch ein bisschen schauen, ein bisschen dosieren. Ich glaube, da wird er Wirtz und Musiala weiter wirbeln lassen. Und
Ja, bei Havertz gibt es natürlich die Diskussion, aber ich glaube, Julian Nagelsmann ist mit der Art und Weise, wie er die Neuen interpretiert, er ist ja nicht der klassische Mittelstürmer, schon zufrieden. Ist eine vielleicht 50-50-Entscheidung. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, er baut weiter auf Havertz, weil ihm das Vertrauen geben will, dass er quasi auch wächst im Laufe des Turniers, aber ich muss noch ein paar Tage, dann findet das hoffentlich raus. Weißt du eigentlich von den Spielern, Tobi, ob die bestimmte Lieblingsstadien haben? Also es ist jetzt klar, dass sie nicht den Gruppenplatz davon abhängig machen, gezielt, welches Stadion dann als nächstes folgt. Aber es geht jetzt ja nicht nur um die Frage, Dänemark oder England auf der einen Seite, Italien oder Spanien auf der anderen Seite als Gegner, sondern Achtelfinale ist ja dann auch die Frage Dortmund oder Berlin. Gibt es sowas wie das Lieblingsstadion der deutschen Nationalmannschaft? Also ich glaube, das Dortmund-Stadion, da sind schon alle recht scharf drauf, da zu spielen, weil sie halt einfach die Atmosphäre kennen und wissen, was so ein Stadion auch bewegen kann. Also da wollen sie unbedingt hin. Und ansonsten, klar, die Stuttgarter, die waren gestern gerne in Stuttgart, weil sie natürlich auch dadurch Einsatzminuten bekommen haben. Das war ganz nett, der Maximilian Bayer, der Hoffenheim-Spieler, hat gesagt, oh, eigentlich ist es schade, dass wir nicht ein Spiel in Hoffenheim haben, dann würde ich auch zu meinem EM-Einsatz kommen. Also die schauen natürlich auch ein bisschen drauf, wo sie herkommen und wo sie dann auflaufen können. Mehmet, Lieblingsstadion? Ja, ist interessant, überhaupt die Frage zu stellen. Habe ich mir auch noch nicht gestellt. Na, dann wird Zeit. Ja, du hast sie ja quasi jetzt gestellt. Ich habe wahnsinnig gerne in Dortmund gespielt. Ich habe wahnsinnig ungerne in Gelsenkirchen gespielt. Also, das kann man aber nicht so wirklich erklären. Ich habe unheimlich gerne im Olympiastadion gespielt. In dem alten in München oder auch in Berlin? Nein, in München. Und bin aber mit der Allianz Arena nie richtig warm geworden. Also ich saß da quasi die letzten 3 Jahre meiner Karriere immer nur als Joker auf der Bank. Aber es gibt Stadien, da flutscht's, und es gibt Stadien, da geht einfach nichts. Und gerade Dortmund bringen wir immer in Verbindung mit diesem 1-0 gegen Polen durch Neuville. Ja, und auch dieses Publikum in Dortmund ist extrem fair. Es ist laut, aber sie respektieren, wenn der Gegner gut ist. Und sie feuern ihre Mannschaft an und bestrafen aber auch ihre Mannschaft, wenn sie merken, die geben nicht alles. Also es ist ein extrem faires Publikum. Ich hab es geliebt, dort zu spielen. Letzte Frage, Tobi. Es gab offenbar nach dem Spiel die Diskussion, ob sich noch jemand daran erinnern kann, wann eigentlich eine deutsche Nationalmannschaft das letzte Mal bei einem Turnier zu Null gespielt hat. Soweit ist es schon gekommen. Hast du Ähnliches erlebt? Ich habe Ähnliches erlebt. Also ich habe Niklas Füllkrug damit überrascht mit dem Fakt. Der wusste es nicht und hat gesagt, hui, das ist lang her. Und bei Thomas Müller, dem habe ich es nicht so einfach gemacht. Ich habe gesagt, Thomas, wann hat denn Deutschland das letzte Mal bei einem großen Turnier zu Null gespielt? Dann hat er überlegt und hat gesagt, wenn du mich so fragst, vielleicht 2014? Ich habe gesagt, nee, bei der EM 2016 im Achtelfinale. Und dann hat er gemeint, ja, trotzdem lang genug her. Und gutes Zeichen, wenn man wieder die Null hinten gestanden ist in dem Spiel. Absolut, gutes Zeichen. Wir freuen uns auf die nächste Schalte. Vielleicht bist du so kreativ und suchst dir dann mal einen Ort, der uns überrascht. Vor allen Dingen den Boarding Pass, ja? Tobi, du bist immer akkreditiert, bei mir sowieso. Das freut mich. Ganz herzliche Grüße ans Bild, Sportbild-Team vor Ort. Und falls ihr Spieler oder Bundestrainer trefft, auch da, lasst die spüren, wie im ganzen Land gerade der Rückhalt da ist, die Vorfreude da ist, die Euphorie da ist. Und alle sind gespannt, ob es im Achtelfinale in Dortmund, ich meine, es könnte ja auch wirklich England werden. Ja, wir machen gerade immer so dieses Theoriefass auf und sagen, ja, im Normalfall wird England Erster, Dänemark Zweiter. Aber die Engländer waren jetzt auch nicht so stark. Stellt euch vor, wir haben ein Achtelfinale gegen England. Ja, du sagst, sie waren nicht stark. Nein, sie waren schwach. Also muss man doch mal sagen. Das? Lass uns den Gedanken nur einmal, Tobi, erst du, England im Achtelfinale in Dortmund. Wäre das was für diese Mannschaft zu früh kommen könnte? Oder sind die Engländer genau das, was uns gut tut? Ich glaube, es wird nicht zu früh kommen. Also, ich meine, du weißt ja, dass du bei dem Turnier irgendwann auf solche Brocken triffst. Und in Dortmund mit dem Publikum gegen England, also es gibt ja für einen Spieler, glaube ich, nichts Schöneres als so ein Spiel. Ich glaube, sie würden es auch nehmen. Dann machen wir jetzt Schluss an der Stelle, was die Schalte betrifft. Liebe Grüße, Tobi. Ciao, Tobi. Wir hören und sehen uns. Bleib so, wie ich bin. Ciao, ciao. Ich fange gerade an, so ein bisschen mir das heiß zu träumen. Deutschland, England, ja. Achtelfinale, Dortmund. Hätte ich aber keine Angst vor. Nö. Überhaupt nicht. Aber es klingt cool und wir gewinnen. Also wir haben keinen Grund, überheblich zu sein, aber die Engländer haben uns jetzt auch nicht wirklich einen Grund gegeben,
sie zum Favoritenkreis zu zählen. Also so habe ich sie nicht gesehen. Einen ganz großen Namen haben wir jetzt auch zum ersten Mal bei dieser Europameisterschaft gesehen, Cristiano Ronaldo. Ja. 39 Jahre, Mehmet. Wie warst du körperlich in Form mit 39? Ich bin doch jetzt 35. Du weißt es noch nicht, ne? Was ist das für eine Frage? Ich weiß noch nicht, wie sich das anfühlt. Nein, ich bin relativ, also ich habe nur 11 OPs gehabt. Ich bin relativ gut aus der ganzen Nummer rausgekommen. Körperlich. Nur 11 OPs ist mit viel Ironie unterstrichen. Ja, mei. Aber das ist unser Job. Und Cristiano, was ich gehört habe, ist der Fleißigste, ist der am meisten auf Ernährung achtet. Übrigens auch der Höflichste. Die Diva, die wir alle so ein bisschen schwierig finden, die ist er abseits vom Platz überhaupt nicht. Also er grüßt den Zeugwart, er ist lieb zu allen Angestellten. Also da ist Image und wie er wirklich ist, ist da so ein bisschen weiter auseinander. Aber er hat einen Körper und den kriegst du nicht vom PlayStation spielen. Sondern den hat er sich hart erarbeitet, plus dieses unglaubliche Talent. Also ist schon einer der größten Sportler überhaupt. Ob man ihn jetzt mag oder nicht. Ist diese Generation von Fußballern die körperlich besttrainierteste? Die athletischste, ja. Auch die disziplinierteste, was Lebenswandel? Das kann ich nicht beurteilen. Was ich sagen kann, ist, dass jetzt bis auf Wirtz, Musiala, Groß, so insgesamt in der Breite gab es früher mehrere Spieler dieser Kategorie. Also wenn ich überlege, wie lange ich auf der Ersatzbank saß bei der Nationalmannschaft, weil einfach mit Hässler und Möller und Littbarski drei Granaten vor mir gespielt haben. Also so diese, die wie sagt man, wie hat Berti Vogts gesagt? Die Spitze ist in der Breite enger geworden, hat er, glaube ich, mal gesagt. Klingt also, auf jeden Fall gut. Also so ein Schmarrn. So generell die Auffassung, also die Athletik ist mehr geworden, die Auffassung des Spiels. Wie kapiert ein Spieler das Spiel? Das ist nicht mehr so vorhanden. Ah, interessant. Vertiefen wir einfach bei der nächsten Jetzt kommt Scholl-Sendung. Sehr gerne. Die findet statt am Montag. Dann sind wir wieder da mit der frischen Analyse des Spiels Deutschland gegen Schweiz. Dann wissen wir, ob wir Gruppenerster oder Gruppenzweiter sind. Klar ist, wir sind im Achtelfinale und mehr hätte man sich heute am Donnerstag ja wirklich nicht wünschen können. Ein Satz noch, Mehmet. Spanien gegen Italien heute Abend 21 Uhr. Klassiker. Ah, da freuen wir uns drauf, oder? Aber wie? 0-0? Du tippst ja nie, also 0-0. Also die Italiener, das glaubt mir immer niemand, es war immer schwer gegen Italien, italienische Mannschaften zu spielen. Glaube ich total. Diszipliniert, taktisch super organisiert, zweikampfstark, physisch stark, technisch gut. Spanier sind Filigraner, die lieben das Spiel, die zelebrieren das alles. Die Italiener können auf den Punkt Ergebnisse liefern. Und das ist der Unterschied zu anderen Nationen. Deswegen kommen die auch immer relativ weit. Oder ganz weit. Du hast heute auch auf den Punkt Ergebnisse geliefert. Ich denke, es hat allen Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß gemacht heute hier bei Jetzt kommt Scholl. Morgen dann wieder Reif ist live am Freitag. Und wie gesagt, Montag heißt es wieder Jetzt kommt Scholl. Jetzt Ciao. Geht Scholl. Ciao. Dank. Jetzt kommt Scholl. Nur bei Bild immer toll. Er liebt Tore, macht Furore. Nicht zu böse, nicht zu doll. Jetzt kommt Scholl.